The spirit of invention has fueled human progress for generations. With these inventions in mind, the European Inventor Award pays tribute to the people behind the big ideas that are shaping our times. Established by the European Patent Office and the European Commission, the European Inventor Award recognizes outstanding inventors from all over the world, from all technical fields and backgrounds. In our podcasts, we throw light on the nominees for this year's European Inventor Award, to be presented on the 28th of April in Madrid. Today, we meet... Unsere Erfindung liegt zugrunde, dass wir den Rohstoff Holz ganzheitlich nutzen und eben auch insbesondere den Holzbestandteil Lignin ganzheitlich nutzen. Wir verbinden jetzt im Grunde mit unserem Werkstoff Arboform zwei Industriezweige. Zum einen machen wir für die holzverarbeitende Industrie haben wir einen Werkstoff, den man dreidimensional formen kann. Und somit eben auch Holz in Bereiche überführen kann, die bisher eigentlich nur dem Kunststoff vorbehalten waren, durch die vielseitige Verformbarkeit. Arboform besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist CO2-neutral. Also Arboform ist natürlich vollständig biologisch abbaubar und wird dann eben wieder zu Humus umgewandelt. Der Humus ist wieder Nährstoff für Pflanzen, die dann wieder wachsen und wieder später zu Arboform-Produkten verarbeitet werden können. Wir haben wunderschöne Lautsprecher, die aber nicht nur wunderschön sind, sondern auch super klingend von den Eigenschaften des Holzes. Wir haben Musikinstrumente, Blockflöten werden draus gemacht, es werden Mundharmonikas draus gemacht. Ganz ästhetische Damenschuhe werden hergestellt, aber auch technisch ganz hochwertige Präzisionsteile, die weder aus Kunststoff noch aus Holz in ähnlicher Qualität produziert werden können. Eigentlich steckt eine Passion dahinter, dass wir versucht haben, ein Produkt zu entwickeln und aus der Taufe zu heben, das der gesamten Gesellschaft eigentlich zugutekommt und das einen positiven Effekt hat auf die Umwelt und eben dadurch dann natürlich eben die gesamte Gesellschaft Vorteile daraus ziehen kann. Und das ist, wenn man so will, eine Passion von uns und die verfolgen wir ganz streng. Ja, also die Nominierung zum Europäischen Erfinderpreis, das hat uns eigentlich doch fast umgehauen, muss ich sagen. Das, mit dem hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Es ist ein sehr schönes Gefühl, zunächst unter den drei zu sein in unserer Kategorie in ganz Europa. Internationale Patentrechte sind sehr wichtig für uns, weil wir natürlich heutzutage bereits unsere Werkstoffe in alle Welt versenden. Sonst könnten ja Nachahmer kommen und versuchen, ein ähnliches oder gleichartiges Produkt zu entwickeln und dann eben dort zu vermarkten. Und das wäre schlecht, weil wenn wir die Arbeit gemacht haben, einen Markt zu öffnen, und das ist eine sehr große Anstrengung, dann wollen wir natürlich nicht, dass jemand anders einfach so da aufsetzen kann und relativ schnell und relativ zügig mit relativ wenig Mühe dann sozusagen die Produkte einfach übernimmt. Ich habe es mal mit einer Plakette probiert. Die Weltkugel abbildet mit dem Zusatz, es ist deine Welt. Ich denke, eine eher nachdenkliche Figur, die, vielleicht eine Person, die sehr nachdenklich wirkt, aber trotzdem den Blick vorausgewandt und vorausschauend. Thank you very much for your attention. Please find more information on the EPO website at www.epo.org. Subscribe to our podcasts and be the first to listen to and see the nominees for Europe's highest honor for inventors from all over the world.